So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute gibt es bei mir auch mal das Hardcover-Album der aktuellen Sticker-Serie von Panini. Und hier, das alles nach dem Intro. So, endlich auf meinem Kanal auch vorhanden dieses Hardcover-Album. Also Starter Pack hier kostet nur 9,95. Nur ist schon so. Dann haben wir hier Hardcover Album plus drei Sticker-Tütchen. Und ich denke mal, wir öffnen es mal jetzt. Habe ich natürlich direkt bei Panini bestellt als Bundle mit einem Display und die Tin kommt auch noch alles bei mir. So, die drei Sticker-Tütchen noch. Auf die Seite mit dem Teil hier. Braucht man nicht mehr. Alles Müll. Und schauen wir uns mal das Buch oder was soll man dazu sagen? Album. Ja, riecht nach bisschen streng, aber in Ordnung. So, das hier gibt es ja bei dem offiziellen Album hier nicht. Kann ich euch jetzt zeigen. Hab ich hier liegen. So, das ist das normale Album. Sieht man hier, hier ist X. Hier kostet es auch 2 Euro. Und hier steht nämlich nichts drauf, weil es ja ein Starter Pack ist. So. Von der Größe her okay. Ein bisschen größer, aber sonst auch nichts. Von der Dicke her natürlich anders. Legen wir das Album wieder auf die Seite und wir schauen mal rein. Also hier richtig cool. Dann das hier gibt es ja auch nicht bei dem normalen Album. Dieses rote, weinrote. Jetzt haben wir auf die Seite. Kriegen wir es hier ganz drauf? So. Sieht man mich natürlich. Ich glaube, ich mache mal meine Facecam weg. So, jetzt sieht man das besser. Weiter runter, so. Gehen wir mal weiter auf die nächste Seite. Aber wer das normale Album hat, müsste eigentlich wissen, was drin ist, weil das ist eigentlich fast alles das gleiche. Vielleicht ist das Papier ein bisschen dicker oder so. So, dann haben wir hier für die ganzen Stadien. Ne, ich glaube, hier sind die Stadien, oder? Was steht hier? An die Poster. Hier kommen die Poster rein. So, dann hier nochmal Werbung oder was das ist. Dann hier. Hier kann man seinen eigenen Sticker machen lassen. Entschuldigung. Boah. So, dann fängt es hier an mit Russland natürlich. Der Gruppe A. Dann hier Saudi-Arabien. Dann Ägypten. Und Uruguay, das wäre die Gruppe A. Also es ist das erste Hardcover-Album, was ich habe. Es gab ja, glaube ich, schon mal eins, so viel wie ich weiß. Na, sieht man's? So. Dann geht es weiter mit der Gruppe B natürlich, mit Spanien, Marokko,
Iran, dann Frankreich. Oh, ich bin schon zu weit. Sorry, sorry. Also hier ist ja schon die Gruppe C. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Also hier ist das letzte Land in der Gruppe B. Dann kommen wir zur Gruppe C mit Frankreich, Australien, dann Peru und Dänemark. Das wäre die Gruppe C gewesen. Dann haben wir hier Argentinien in der Gruppe D, Island. Oh, Island gegen Argentinien. Okay. Kroatien. Hier kommen die McDonald's-Sticker rein. Die habe ich leider noch nicht. Ob ich mir hole, keine Ahnung. Ah, warte mal, wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich gleich noch mal. Komm, Gruppe D. So. Und Nigeria. Das wäre die Gruppe D gewesen. Dann kommen wir zur Gruppe E mit Brasilien. Die Schweiz. Dann Costa Rica. Serbien. Serbien war das die letzte Mannschaft? Ja. Serbien die letzte Mannschaft in der Gruppe E. Dann kommen wir zur Gruppe F mit Deutschland. Mit Mexiko. Schweden. Korea. Na, kommst du? Und dann kommen wir schon zur Gruppe G mit Belgien, Panama, Panama, Tunesien und England. Dann kommen wir zur Gruppe H mit Polen, Senegal, Kolumbien, Japan und das war's. Das waren die ganzen Gruppen. Dann kommen wir hier zu einem Werbung für Shop Online Fieber.com / Store. Könnt ihr euch hier Tassen kaufen, Lichttiere, Anhänger, Pulli, Hemd, T-Shirt. So, hier haben wir dann die Legend-Sticker. Da habe ich glaube ich schon 2-3 Stück. Ja. Hier können natürlich auch so Legend-Sticker reinmachen, aber ja, verschiedene Support-Spieler sind natürlich. Hätten sie eigentlich verdient gehabt, aber nein. Auf die paar hätten es jetzt auch nämlich, wäre es auch nämlich drauf ankommen. Dann die letzte Seite hier, 2008 FIFA World Cup Russia. Dann nochmal hier das Weinrote. Und die Rückseite des Hardcover Albums. Also richtig cool. Jo. So, dann kommen wir noch zu den drei Stickern, wo dabei waren. Auf den Kopf und ich tue mich wieder hier zeigen. So, hier bin ich wieder und wir schauen mal rein, wenn wir hier drin haben. So. Als erstes hätten wir hier von Island oder ich mal ein bisschen weiter runter. Sieht man das auch besser. So. Jon Daddy Bitwason. Oh, was? Oh. Ich
habe was gesehen. Ich glaube, ihr auch, oder? Sergio Ramos von Spanien. Auch cool. Aber hier der. Ein legendenstiger Miro Klose. Richtig cool. Dann haben wir hier von Kolumbien Garcia. Dann haben wir hier noch ein Teamporträt von Serbien. Zweites Tütchen. Dann hätten wir Eden Hazard. Oh, von Belgien. Dann hier Emil Graf von Schweden. Dann hier Johnny Acosta. Dann haben wir hier von Nigeria John Obi Mikel. Und Musa Sow von Senegal. Und das letzte Tütchen. Oh, ein Deutscher. Komm raus. Die wollen nicht. Ach, Traxler, den hatte ich schon. Schade. Julian Traxler von Deutschland. Aber trotzdem cool. Bernardo Silva von Portugal. Dann Maya Yoshida von Japan. Dann hier von Korea Kim Jong-won. Oh. Im letzten Tütchen Thomas Müller. Für Deutschland. Richtig cool. Seit 2010 im Nationalteam. 18 Jahre schon im Nationalteam? Echt? Also, der Müller-Sticker ist nice und natürlich der letzte. Na, wo ist er? Hier. Müller und der Legend-Sticker. So, nochmal schön hier die Kamera. Zoomen euch nochmal an den Pro. Wie das schön seht. Salut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kam das Album bei mir auch. Falls euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent von mir seid und euch mein Kanal gefällt, lasst kostenlos ein Abo da. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.